Bevor der eigentliche Part losgeht, hier noch eine kleine Stellungnahme. In diesem Part bin ich aufgrund einer Dummheit ziemlich ausgerastet. Ich habe die Beherrschung verloren, ich habe die Zuschauer beleidigt, ich habe das Spiel beleidigt, ich habe die Gäste, die ich in diesem Video dabei hatte, beleidigt. Und das tut mir alles leid, denn ich habe mir den Part nochmal angeguckt. Zumindest so sehr ich ihn mir angucken kann, weil das hat mir selbst irgendwie keinen Spaß gemacht. Und ja, wie soll ich sagen, es war für mich nicht besonders erfreulich. Wenn irgendjemand der Part gefällt, dann frage ich mich eher, warum einem der Part gefällt. Ja, spontan wieder hier die ganze Stellungnahme und so. Ich habe kein Skript, ich habe gar nichts hier, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Außer eben, dass es mir leid tut. Es ist nichts ernst gemeint von dem, was ich alles gesagt habe. Gut, vielleicht dem Spiel gegenüber ein bisschen. Aber nicht so stark, wie ich es gesagt habe. Weil das Spiel ist minimal unfair manchmal. Aber naja. Und das, was ich so wie ich eben die Gäste benannt habe oder die Zuschauer, das ist alles nicht so gemeint. Ich nehme das alles zurück. Ich war einfach nur sauer in dem Moment. Ich musste irgendwie meine Wut rauslassen und leider war es auf eine falsche Art und Weise. Aber dagegen kann ich jetzt nichts mehr machen. Ich könnte den Part zwar löschen, oder ich könnte ihn komplett muten oder ich könnte alles rausschneiden. Aber das werde ich eben nicht machen, weil ich habe natürlich auch die jeweiligen Gäste gefragt, wie ich das machen soll. Und ja, sie meinen, ich soll den Part so lassen. Aber ich kann ihn nicht einfach so hochladen, das wäre unter aller Sau. Deswegen muss ich zuvor diese kleine Stellungnahme hier einfügen. Gut, ich will nicht lange um den heißen Brei reden, sind eh schon über 2 Minuten, oh Gott. 2,5 Minuten fast. Naja, wie gesagt, es tut mir einfach nur leid, was vorgefallen ist. Ich nehme 99% zurück. Alles, was ich über gestern Zuschauer gesagt habe, nehme ich zu 100% zurück. Und hoffentlich habt ihr irgendwie Spaß mit dem folgenden Dark Souls Part. Servus, Leute. Willkommen zurück zu Dark Souls. Mit dabei immer noch Eddie, Schmacki, Hey. Servus. Das Gute ist, ich konnte jetzt endlich ein paar Daten übertragen, damit ich noch weiter aufnehmen kann, weil ansonsten wäre es scheiße. Moment, ich muss mich mal woanders hindrehen. So. Danke, Update, dass du mich wieder gestört hast. Was Junge, du war? hast das Update gestört. Antivirus muss noch mal kommen. Nein! Sehr kacke. Okay, direkt unter mir irgendwo ist dieses Mistvieh. Also auf meiner Dark Souls Wunschliste steht auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Sagt er schon wieder da? Okay, irgendwas ist gerade gestorben. Da sagt er schon wieder Lagerfeuer. Leuchtfeuer. Was So. machst du denn da jetzt? Ich will das Viech da unten gucken. Wo ist es denn? Ja, gucken, was willst du da gucken? Ist Attacke! du mit deiner Attacke, dann sterbe ich wieder und dann war wieder alles umsonst. Ja, totstarren kannst du es nicht. Fuck it! Sind nicht noch Gegner? Ach so, nee, genau. Die habe ich hier ja vernichtet. Ja, vernichtet. Schieß Feuer. Serax imitiert gerade das Teil da. Es sagt auch gerade.
schon. Warum hält das so viel aus? Sieh zu jetzt. Und dann werden wir vergiftet. Ja, das, ja, das ist aber nicht das Vieh. Von hinten ganz verhaart. Es ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Pyro, innere Kraft, ja, und schnell abhauen, bevor ich vergiftet. Ich komme nicht mehr hoch, Kacke. So. Das ist eine Leiter nach unten. Und über mir ist, glaube ich, ein Viech, das durchdreht. Da ist auch eine Leiter. Junge, das war die Leiter. Moment. Der Wolf ist so leicht in ihre Zu. Runter da jetzt! Wie denn? Wo denn? Runter. Ah! Wolf, dreh deinen dicken Arsch um. Nein! Links! Da? Jetzt Attacke. Irgendein Viech dreht dich. Nein! Captain ja, Köttmann. Toll, danke, Balken. Lass mich in Ruhe. Hoch, hoch, hoch. So, stell mich hier hin. Und schon ist es tot. Aber der ist noch da. Hör auf, meine Vase kaputt zu machen. Oh, ich habe ihn auf die Vase geschubst. Ich glaube, er ist runtergefallen. Sagst du Attacke, aber die Dicken muss. Ja, jetzt ist er offiziell tot. Die Dicken muss ich anders bekämpfen. Mit Ehre. Nee, mit List und Tücke. Im Nahkampf sind die viel besser als ich. Da habe ich null Schmackes gegen die. Weiter. Holz. Nein. Boss, oder? Guck nach. Ja, dann sterbe ich wieder. Du stirbst auch so dauernd, jetzt geh da rein. Ja, dann verliere ich meine ganzen Seelen. Ja und? Was ja und? Sammelst du sie wieder ein? Genau. Da unten ist auch was. Wo bin ich jetzt? Ah, da ist eine Leiter. Ist da unten irgendein Mistviech? Ich höre nichts, also ist die Luft rein. Ja, der Wolf sieht ja auch nichts. Ja, in diesem Winkel kann man nicht so gut nach unten gucken. Doch, der Wolf kommt immer weiter nach unten, ja. Sind Leichen. Die du alle runtergeschmissen hast. Hoch, 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 hoch. Er ist tot. Warum auch? Hä? Was war das, was mich da gerade angegriffen hat? Eine Fette. Eine Fliege. Warum ist eine Fliege gestorben? Bist du hässliches? Fette, fette. Bist tot? Bist schwach? Aber auch hässlich. Ja, wenn ihr mal wie die Weltmeister levelt, kein Wunder. Ah, YOLO hier, oder wie das heißt. Das ist Kackwort. Das habe ich aus Wolfs Let's Plays gelernt. Kannst du gar nicht, weil ich das Wort noch nie verwendet habe.
Schon wieder? Hört auf, meine. Das ist ein gutes Training, um den um besser mit dem Schraubenschlüssel zu werden, im Nahkampf und alles Mögliche. Nice. Wenn jetzt die Leiter da hinten ist. Kann ich da jetzt nicht mehr hoch? Nein, ist doch klar, komm ich hoch. Mein Search Nick Langs, T-Rex. Genau. Da runter, nicht hoch. Scheiße. Warte ja. Mal, Schraubenschlüssel only one. Ja, runter da. Lass mich doch mal gucken. Jetzt guckt der Schaubenschlüssel. Und sonst rennt er überall vorbei. Was glaubst du, warum ich gucke? Ich hätte mal ab den ersten Part einfallen so. Lieber besser spät als nie. Nein. Ich hab dich genau gesehen, du Arschgeburt. Ja! Da hinten ist er und schießt seine dreckige Kacke nach mir. Nur das Beste. Natürlich hat er mich vergiftet. No, Junge, erst wenn das voll ist. Oh. Wanderer Kapuze, Wanderer Mantel, Wanderer Maschetten, Wanderer Stiefel. Falkion, was ist denn das? Falkion ist schon fette. Warum kann ich das Teil nicht treffen? So. Hau es doch. So. So, lass mich mal. Was ist das denn? So. Pyromantie der Carmina, welche die Flammen bändigt, denn das müsste zu verwirklichen. Stärker, kurz stärker in Kondition, senkt TP. Neue Kraft der Zähne, ums Energie des Wirkers. Wurde wie alle gefährlichen Zauber über Äon geheim gehalten. Oh, ja, fickt euch! Was soll ich da? Das da. Achso, das ist auch noch auf. So ein Krummschwert, oder? Alter, ja, Säcke! Ja, Krummschwert, Tatsache. Kleines, geschwungenes Schwert. Einzelteile verfügen nur geringen Schaden zu. Schnelle Angriffsfolgen, aber sind tödlich. Die Angriffe sind mit der scharfen Klinge sind effektiv gegen Stoff und Fleisch, aber nicht gegen Metallrüstungen oder harte Schuppen. Serax! Oder harte Fürze. Serax! War der Wolf? Weil der Wolf, der beim Wolf entspannt man halt nur. Sogar der Schließmuskel. Wie er da klebt an seiner scheiß Leiter, ey. Ein Haufen Viecher. Nein, es kommt. Kommt ja, rotzt ihn voll da auf der Leiter. Du Mistviech, wenn ich dich erwische. Dann mach ich dich fett, ey. Oh Gott. Nicht duschen wieder. Ja, toll, danke, dass du verfehlst. Du. Kommt direkt noch einer, guck mal. Hallo, 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 schön. Ich darf doch mal so schön ewig. Du scheiß Viech, hau ab da. Der segelt ja da runter, dachte ich. Dann ist der Heli bespaßt. Trefft es nicht.
überrascht mich total. So, Mistviech. Was noch? Hui! Ja, oh Gott. Im Ernst, ich will endlich mal ein Leuchtfeuer. Eindeutig geht's mal weiter nach unten. Aua. Mein Feuer reicht nicht so weit. Ich glaube, das nächste Gebiet gefällt Wolf ja auch unten sehr gut. Im Ernst, Leuchtfeuer wäre jetzt göttlich. Ja, geh runter. Wollt ihr mich verarschen? Den Weg zurück findest du ja sowieso nicht mehr. Oh Gott, den ganzen Weg dahin latschen. Wieso? Du bist doch gleich unten. Ich sehe da rechts schon wieder ein Viech. Das mich anblutet. Was ist überhaupt Blut ist, aber ich nehme stark an. Ja, ist klar, ihr Arschlöcher. Und da geht's nach unten. Ja, geht's nach. Geht's nach Französisch. Die sind zu zweit und ich bin allein. Das wird noch öfter vorkommen. Nicht weh, komm her. Mach doch einen Sturzangriff. Ja klar, ich bin doch nicht bekloppt. Morgen. Der Hahnstein. Ja, dann falle ich wieder in irgendein Loch rein. Ja, weil das jetzt auch so tief ist hier. Und dann sterbe ich. Ja, das da machst du auch so. Hoch am Wolfszelt. Toll, Feuer, das kein Holz niederbringen kann. Das ist kein normales Feuer. Ach komm schon! Fuck you! Töte das Viech. Ist das Viech jetzt runtergefallen? Nee, vor Angst. Ich glaube, es hat sich festgebackt oder so. Was hat sich gesagt? Oh, ein Loch in der Wolf! Backe, backe, gut. Das ist ein Sumpf, geht. Ja. Hier ist irgendwo ein Leuchtfeuerwolf hier unten. Da unten ist eine Seele. Oh, das heißt, ich sag nur, ich würde mich ein bisschen rechts halten. Hat die Schmacki, glaube ich, auch gegeben, den Tipp. Oder? Weiß ich nicht. Nein. Was nein? Nein, im Sinne von nicht der Tipp oder nein, im Sinne von nicht rechts. Nein, das ist nicht der. Ach, du läufst jetzt eh wieder hier vorne hin. Ich kann nicht, ob ich da einfach so ein bisschen reingehen kann. Warum? Wovor hast du Angst? Ja, wenn du das sagst, dann erst rechts. Aua. Oh Junge, jetzt kletter nicht wieder hoch. Du musst hier runter. Hurensöhne! Bezweifle ich auch gar nicht. Ja, danke. Ich bin tot. Warum? Weil ich jetzt sterben werde. Warum? Sag nicht warum! Warum? Hast du Gegengift oder nicht? Raus aus der Scheiße, sonst ich raste aus. Nur wegen diesem verwichsten Sumpf da. Ja, nimm doch einen Moosklumpen. Gibt ja keinen Moosklumpen. Normalen Moosklumpen. Du musst aber nach unten, Wolf. Ich habe keine Estus-Flakon mehr. Ja, dann geh zum Leuchtfeuer. Wieder zurück alles. Nö. Zum Leuchtfeuer, was hier unten ist. Ja, und wo ist es? Ey, du verfixtes Drecksviech. Und du ebenfalls. Kannst ja Menschlichkeit fressen, um dich zu heilen.
Wolf, es bringt dir nichts hochzurennen. Ich trau mich aber nicht da durch. Menschlichkeit kannst du fressen und nicht zu allen. Du musst aber in den Sumpf. Dann sterbe ich. Dann sagen wir wenigstens, wo das Lochfeuer ist, dass ich hinrennen kann. Das wäre aber unfair gegen Schmack, gegenüber Schmacki. Ja, dann kann ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Junge! Meinst du vielleicht, ich gebe so viele Seelen auf? Na, da komm ich bestimmt. Wenn, dann soll Schmacki dir das sagen, wenn er's will. Ich sag das. Schmacki? Ich sag nur, du kannst dich mit Menschlichkeit heilen. Ich hab grad dir schon, schwer zu sagen. Hedy, du siehst es flüssig. Ja, wenn ich sagen soll, sage ich's. Ja, dann mach. Ja, nach rechts latschen. Oh, das kann ja nicht. Ja, dann wähl doch die Menschlichkeit unten aus, falls du dich heilen musst hier. Und nimm mal die scheiß Reparaturpulver und so da raus. Und die Seele da. Was willst du denn damit, Junge? Das ist Menschlichkeit. Was machst du? Doppelmenschlichkeit auch. Ja, nur. So. Okay. Renn mal links an dem Ding vorbei. Das Ding ist da unten. Wenn ich da rechts entlang renne, dann ist es nicht da. Na, sollst du links da an der Säule vorbeirennen. Ist er da? Glaube ich, oder? Nee, renn mal rechts da an der dran vorbei. Aua! Sah gerade so aus, als wäre eine Sackgasse. Los! Ja, Moment. Komm schon! Weiter. Da. Da hinten, weiter. Hier rein. Warte. Worauf? Ja, aufs Gift. Hier rein! Wo rein? Ja, umdrehen? Ja, wenn du jetzt stirbst, weißt du? Lol. Hier rein! Ja! Ich dachte, du bist der Umguckwolf. Ja. All meine Seelen umsonst. Hätte doch zurückgehen sollen. Lass dieses Scheißgeräusch. Jetzt ist es stinkig. Natürlich bin ich stinkig! Ja! Das ist Dark Souls. Jetzt weiß er den Weg. Ich gehörst, die Zuschauer können mich jetzt alle mal. Wenn ihr keinen Bock auf einen langen Part habt, dann schaltet ab. Nur egal. Halt die Schnauze, sonst hau ich dir die Zähne aus. Verpiss dich, du Witzkönig. Ja, wieder fast tot. Tschüss. Ja, toll. Ja, jetzt sind sie weg. Danke, Hedy. Was denn? Danke, Hedy. Danke, Lani, sondern danke, Hedy. Wenn du dich da jetzt so in die Hunde reinrennst und dich sterben lässt, dann sind sie doch weg, das weißt du doch. Kacke! Junge, easy, kriegst du dich wieder hier. Stimmt, du musst blöde Schlampe. Ja, du kommst auch. Ah! Zum ersten Mal in dem Spiel bin ich so richtig sauer und alles nur, weil ich quasi ein Level up verloren habe für nix und wieder nix. Wieso, du weißt doch jetzt, wo es lang geht. Ja, super, bringt mir überhaupt nix. Wäre ich bloß zurückgegangen zum Leuchtfeuer? Nein! Mr. Hedy meint so, nee, schaffst du schon, lauf rechts entlang. Nee, doch links, ah, da mitten im Sumpf ist es. Oh, tut mir leid, du bist tot. Ich sag doch, renn da rein und der Wolf rennt mitten in den Sumpf. Lach nicht so blöd, oder? Ich hau dir die Zähne aus. Lol. Scheißgestalt.
Mit dir fertig bin, wird sogar deine eigene Mutter ich nicht mehr erkennen. Jetzt kommt der wahre Wolf. Der Rage-Wolf. Naja, ich bin schon wieder tot. Gut. Jetzt komm her, dass ich dir in den Arsch treten kann. Ja, schlag zu, du blöde Fotze. Ich drück die Taste, aber nee, die meint so, ach nee, ich bin mir zu fein zuzuschlagen. Das Ding sieht aber auch aus, als wäre es von Angela Merkels Fotze rausgekommen. Was? Er meint diese Teile da, die noch hübsch aussehen als Angela Merkels. Ja, diese riesigen Nacktmulchi oder was das ist. Ja, schrei nicht so rum. Da hast du Metall zum Fressen. Wichsgestalt, Elende. Und ich habe natürlich nur mehr 5 Estus-Flakons und nicht mehr 10. Ja, kannst du Leuchtfeuer entfachen. Wo ist das Problem? Mach nicht ja. Was? Auf dich höre ich nie wieder. Du bist schuld, dass ich mein Level-Up verloren habe. Ja, genau! Ich habe Schmacki auch gar nicht, ich habe ihm gar nicht gesagt, wo das Leuchtfeuer ist. Er hat es auch gefunden. Ich habe es dir ja noch gesagt, du gibst auch recht. Ja, da wäre ich alleine wahrscheinlich besser dran gewesen, weil dann hätte ich nichts gemacht. Dann wäre ich nämlich zurückgelatscht. Ja, toll. So ein ranziges Level. Du bist doch eh schon überlevelt hier, ey. Was willst du denn? Ja. Wohl. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich hätte irgendwas zerstört. Oh, fuck, Mann. Ich hätte irgendwas so zerstört, glaub's mir. Wohl. Wolf war gleich gesehen. Sag nicht Wolf. Was soll ich denn sagen? Der Rolle. Ja, da geht er ganz bequem die Stimme runter. Ja, guck mal, jetzt hast du sogar das Shiny gefunden. Das hast du nicht verdient, du dreckiges. Und das nur, weil du gestorben bist im Sumpf. Oh, danke. Ich hab Millionen Seelen verloren und wofür? Ja, Millionen, das glaube ich jetzt. Für ein Adlerschild. Für einen nutzlosen Adlerschild, den ich auf dem Flohmarkt verkaufe für 5 Euro. Das glaube ich nicht, der wohl verortet. Ja, komm um die Ecke. Du hast nicht um die Ecke zu kommen. Unverpissig, aber sowas von extrem. Ja, lande auf mir drauf! Jetzt hat der Wolf den Dark Soul Spirit bekommen. Ich bin keine Nutte, die man besteigen kann. Alte Schnauze. Junge, er hatte gerade einen Fuffi in der Hand. Seid alles nur mehr Wichsviecher. Ja. Du lach nicht so dreckig. Wer? Die billigen Plätzen. Ich? Ja. Junge, hallo, billige Plätze, das ist in erste Reihe hier. Erste Reihe, sagt er. Was? Bist du überhaupt nicht erste Reihe. Du bist ganz unten in der Kanalisation bei der Riesenratte. Ja. Ah! Nein, ich bin da runtergesprungen. Und da backt sich ein Schatten, ja. Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht verstörtes Spiel oder so. Ah. Überhaupt nicht jetzt. Fehlerfreies Spiel. Au, ich krieg die ganze Zeit einen Krampf in meinem hässlichen Fuß. Nicht der Dickwanst schon wieder. Verpiss dich, du dreckiges Mistviech. Bist es nicht wert zu leben, weil du dumm bist und einfach in den Abgrund springst. Lass deine Sweet Amoris passieren. Dann. Weiß ich aber auch nicht. Dann sehen sie den wahren Wolf. Ja, der natürlich! Wolf im Wolfsfeld. Was war denn das für eine Wichsaktion? Leben! Mal daneben. Ach ja, wirklich daneben. Ich muss mir gleich nochmal was die Blöfen holen. Du verschreckst ja den Schmacki, der ist schon ganz stumm geworden hier. Ja, weil er weiß, was gut für ihn ist. Er weiß ganz genau, dass wenn er sein Maul aufreißt, werde ich ihn auch über den Finger fahren. Über den Finger fahren. Keine Ahnung, wie es heißt. Hau ab! Guck mir unter dem Ruck, du perverses Stück! Wenn ihr jemand unter den Rock gucken darf, dann nur ich jemand anderen. Ja, und jetzt schreist du auch noch.
Und dann Schottenrock, aber. Ja, leide elendig. Hoffentlich stirbst du langsam und qualvoll. An AIDS und Krebs und allem, was man haben kann. Junge! Nein, diese dreckigen Stechmücken, die Malaria übertragen, sind ja auch noch da. Die zählt sich. Wo ist der Dickwanz? Der ist nicht die Schlucht runtergefallen, so wie immer. Der will Zweikampf mit dem Wolf. Im Zweikampf kann er sich mal ins Knie ficken. Der hat gesagt, ich will Ehre mit Wolf. Ich will Ringelpiez mit anfangen. Im Spiel ist gar nichts ehrenhaft. Der Wolf. Ehrenhafter Tod von wegen. Nix ehrenhaft. Aber Dark Souls ist es nicht. Aber du wurdest doch gewarnt. Das heißt doch Prepare to Die. Ja. Ja. Das hat nichts mit Die zu tun. Das hat was mit All Level Up Verschenken zu tun. Das hat was mit Verirren zu tun. Das ist der wahre Grund, weswegen ich so aggro bin. Weil mein Level Up verschenken gegangen ist. Ja, wenn du dich da wieder runterklopfst, dann hast du doch wieder Seelen. Brauche ich wieder drei Stunden, bis ich mich da hochgefarmt habe in Leveln. Ja, was meinst du, wie oft ich schon Seelen verloren habe? Aber wichtiger ist mit meiner Zeit zu tun, als da 3 Stunden lang irgendwelche 0815-Zombies platt zu walzen. Ja, was denn? Ach, meinst du den Resident Evil Zero Stream oder was? Ja, das auch noch. da muss aber jetzt hier die Zeit reingebuttert werden. Was ist hier überhaupt? Bitte nehmt mir irgendwas Hammergeiles. Ja, und ich Darkness. Ich habe dieses eine Schild da nicht gelesen, ist mir auch egal. Das ist gerade nicht wert, gelesen zu werden. Das Wölferschild ist es. Nicht du schon wieder. Ey, du mit deinem. Schlag doch zu, was ist los? Ich drück die Taste bis zum geht nicht mehr. Und Fräulein Neumann klopft mal zu. Lol. Weg hier. Jetzt haben wir den Wahr. Jetzt ist der Sweet Amores Bann gebrochen. Jetzt kommt der wahre Wolf wieder raus. Hier. Du mit deinem Sweet Amores Bann, was bist du so geil auf die ganzen Weiber? Spielst du selber? Ja, klar. Nee. Sweet Amores ist viel zu. Sich den ganzen Tag lang drauf eins runterholen. Das macht der Bulle. Genau. Meine Projekte, die müssen nicht schnell rendern, mir ist das egal. Mhm. Oh, da hat er mir nicht gegeben. Bin ich schon wieder heruntergesprungen. Kacke! Dreck in Mücken. Bist doch gleich wieder da unten. Ja, super, was bringt mir das mal? Der Sales sind weg. Der Wolf hat nur noch seine Dark Soul. Die Seelen sind alles für mich. Ohne die kann ich nicht leben in Dark Souls. Aber nein! Die Seelen müssen sich ja irgendwo verfixen. Nicht verfixen. Die wären ja noch da gewesen. Wären noch da gewesen. Jetzt kommt er wieder mit irgendwelchen idiotischen neumalklugen Sprüchen, weil er meint, ich bin nicht klug genug, das selber zu wissen. Muss er irgendwelche dummen Kommentare von sich geben. Und das Teil gucken unterm Rock, dieses dreckige Mist. Jawohl, wenn du dann wieder losprescht und dich kaputt kloppen lässt. Halt dann stelle ich das ja in Frage. Ich stelle dich gerade in Frage. Ja, ich mich auch. Hallo, Mistviech. Aua, bitte! Hör auf, da unten Blut zu spucken. Jetzt komm her! Ich weiß, meine Beine sind total geil. Ja. Hör auf den Boden rumzustampfen, scheiß Grafikbug. Ja, danke, super Spiel. Das Spiel ist so fair. Ich gebe 5 von 9 Punkten. Eigentlich wollte ich 9 von 5 sagen, aber. Ja, jetzt kommt das kleine Scheiß wieder. Beweg deinen Hintern her, damit ich ihn dir aufreißen kann. Nicht so nah. So. Dreckiges Mistvieh. Ich verarsche den Boss total. Das ist so lustig. Ja, der Boss verarscht mich auch total. Steht so am Arsch. Wie so eine olle Säcke. Ich will dieses Dreckige, die hinter mich gebracht haben. Ja, verreckt beide. Die Schwulenpack.
Warum magst du keinen Sumpf? Guck dir das Viech da an. Erklärt das deine Frage? Ja, aber... Ja und? Ja und, sagt er. Das Teil ist hässlich wie die Nacht. Ja, du dringst ja hier in deren Lebensgebiet ein hier. Mir auch egal. Das haben sie, die haben kein Leben verdient. Hör auf, Blut zu spucken. Aber... Jetzt komm her, damit ich dir Gesicht nach hinten ziehen kann. Auf einer geraden Ebene funktioniert das am besten. Ich glaube, ich sollte langsam mal wieder von meiner Aggression runterkommen, weil ansonsten... Nein, du musst komplett ausrasten hier! Da helfen nur beruhigende Fürze von Serax. Nur Beruhigungsmittel. Ja, da stehst du. Ein für immer. Auch Beruhigungsmittel, oder? Nicht Koma. Trinkt der Wolf wieder Baldrian-Tee. Hör auf zu schlagen. Aua, killt mich noch. Ich bin drauf. Ja, bist ja schon wieder unten, guck. Ja, toll. Was bringt mir das, wenn ich gleich wieder sterbe? Ich werde das Leuchtfeuer niemals finden. Was? Hör auf, dich da drunter zu verstecken, feiges Scheißteil. Schmeiß dich einfach ein Feuerzeug in den Sumpf rein. Dann seid ihr alle tot. Ja, der Boss ist gar nicht mal so leicht. So, wo ist jetzt dieses verkackte Leuchtfeuer? Ja, nach rechts. Nach rechts? Ja, und dann sterbe ich wieder. Habe ich wieder die ganze Scheiße verloren, die ich mir zusammengesackelt habe. Guck nicht so doof! Jo, die guten Fliegen hier. Wo denn? Bitte. Scheiß Fliegen hier. Weißt du was? Was denn jetzt? Wo ist das Mistvieh? Da unten ist es. Ja, toll, kann ich es nicht anmessen. Und es leckt wie Kacke in diesem verkackten Sumpf. Ah ne, nicht, ihr dreckigen Viecher. Hör auf, auf mich drauf zu springen, du fettes Flittchen. Ich kann das Viech nicht verbrennen, weil es hässlich wie Nacht ist. Sumpf ist gut für die Haut, wa? Aha. Schöne Schlammpackung. Jetzt ist es hinter mir. Renn! Blöde Sau, renn! Sonst bleibe ich hier stehen. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass da Boden ist. Achso. Boden? Ja, Boden. Natürlich sind die Teile zu dritt. Es leckt wie Kacke, es ist Kacke. Ja, also gute Schandstadt. Schandstadt ist schon meilenweit entfernt. Der große Sumpf halt. Der schwule Sumpf halt. Da kommt noch so ein... Der schwule... Hört auf mich anzubluten, ihr dreckigen Viecher. Es ist total ekelhaft. Ist doch geil. Blute mich nicht voll. Und halt Körperflüssigkeit mit dir teilen. Ja. So. Das ist ein Geschenk? Da ist das Leuchtfeuer. Musst du annehmen? Ja. Einen Meter daneben bin ich gestorben. Ja, ich hab gesagt, renn rein. Scheiße! Da rennt er erstmal raus. Sei ruhig. Halt ja die Schnauze, halt ja die Schnauze. Jetzt weiß der Wurm, was ich jetzt gefühlt habe. Ich spiel wie ein Anfänger. Wie war das? Ich spiele wie ein Anfänger. Ich dachte schon. Oh, wie der Wolf. Ich dachte schon, du meinst das nicht. So dann wäre ja auch dabei. Das hört sich ja lustig an. Steig da runter. Ja. Der Wolf spielt wie ein Dark Souls Anfänger. Hallo Mimik. Scheiß Drachenstein. Und deswegen bin ich jetzt den ganzen Weg gegangen. Das Teil ist Müll. Ja, nur deswegen bist du hier runtergegangen. Das Teil ist wertlos, das verkaufe ich an Schmackel. Der kauft eh alles zusammen, was wertlos ist. Scheiße. Trifft der Wichsbeutel mich? Da ist schon wieder so ein Stalker-Viech, ich glaub's nicht. Guck nicht so doof. Mann! So,
habe ich mal wieder lange gemacht. Ist mir auch egal, ob euch der Part jetzt gefällt oder nicht. Da, ich habe ein Level-Up verbraucht. Ja, bring mich ruhig um, du Wichser. Ein ganzes Level-Up ist weg. Wollt ihr mich verarschen, dreckigen... Junge, was für ein Level bist du denn schon? Wolf auf 108. 42. Ja, easy hier. Easy, sagt er, easy. 42. Eigentlich müsste du musst ich... Du musst mit verbundenen Augen hier durchrennen. Müsste schon um die 80 vorbei sein, damit ich hier überhaupt ein Bein vor dem anderen setzen kann. Ja! Ist mir auch egal, ob die Party jetzt ewig lang ist. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses verkackte Hundste-Spiel. Ich werde es nie mehr wieder anfassen. Ja? Also hat Wolf aufgegeben. Mir auch egal. Drecksspiel. Nee, aufgeben werde ich es nicht, aber ich werde es jetzt ganz lange in die Ecke, ich werde es jetzt mit voller Wucht in die Ecke schmeißen und ganz lange verschimmeln lassen. Wir sind jetzt eigentlich rausgegangen oder also, rausgegangen. Ich mag das wahrscheinlich. Das war, da, also, das war Dark Souls, die größte Einlauf meines Lebens. Und das was ist der Einlauf? Warum hast du es dann überhaupt angefangen? Wenn du weißt, wie scheiße es wird. Weil ein gewisser jemand mich die ganze Zeit vollgesülzt hat. Nein. Hallo, nur weil du schon alle Projekte, die du kennst, gemacht hast, bist du ja auf die anderen übergegangen, was die so am liebsten zocken. Und dann bist du auf Spyro gekommen und den ganzen Krempel. Und dann halt auch auf Dark Souls. Ja, weil du mich das vielleicht bezitzen lässt. Das ist das Problem. Der Part ist jetzt doppelt so lang wie eine normale Dark Souls Folge. Ist mir doch egal. Ja. War Dark Souls. Scheiß Spiel. Junge! Warum springt der Wichs immer auf mich drauf, verdammte Scheiße? Ja, verdammte Scheiße, das kann ich jetzt auch zu dem Part sagen. Ja, ja, spiel's auch scheiße hier. Ja. Ah! Tschüss. Tschüss. Oh, juhu! Wichs-Spiel.